Die Lage auf den internationalen Finanzmärkten ist von niedrigen Zinsen und geringer Volatilität geprägt. Wir sollten uns aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Je länger die Phase niedriger Zinsen anhält, umso größer ist die Gefahr, dass es zu Übertreibungen in bestimmten Marktsegmenten kommt. Gerade im Bereich der Unternehmensanleihen und bei syndizierten Krediten finden wir Hinweise, dass Investoren vermehrt Risiken eingehen. Hinsichtlich der Fähigkeit der Banken, Risiken zu tragen, ergibt sich ein gemischtes Bild. Deutsche Banken sind heute besser kapitalisiert als vor einigen Jahren, dennoch hält ihre Ertragsschwäche an. Aus diesem Grund analysiert der Finanzstabilitätsbericht insbesondere die Lage auf dem Markt für Wohnimmobilien. Denn von diesem Sektor gingen in der Vergangenheit häufig zuerst krisenhafte Entwicklungen aus. In Deutschland ist die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten nicht stark von der Preisentwicklung abhängig. Das ist positiv zu bewerten, denn so wird die Gefahr von Übertreibungen von dieser Seite gedämpft. Es bestehen aber strukturelle Anfälligkeiten der Banken gegenüber Änderungen der Immobilienpreise. Daher beobachtet die Bundesbank die Lage auf den Immobilienmärkten weiterhin sehr sorgfältig. Sobald wir Gefahren für das Finanzsystem erkennen, werden wir handeln. Die Bankenunion trägt dazu bei, Risiken besser zu identifizieren und den Privatsektor an Verlusten zu beteiligen. Die europäische Bankenaufsicht kann strenge, einheitliche Aufsichtsstandards durchsetzen und Banken über Länder hinweg vergleichen. Ein wichtiger Baustein aus Sicht der Finanzstabilität ist der einheitliche Abwicklungsmechanismus. Private Eigentümer und Gläubiger werden künftig an den Kosten beteiligt, wenn Banken restrukturiert oder abgewickelt werden müssen. Damit haftet der Privatsektor an erster Stelle für die Risiken von Banken. Der Steuerzahler wird nur belastet, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Die neuen Regeln müssen nun konsequent angewendet werden. Die Bankenunion wird den engen Risikoverbund zwischen Banken und Staaten allerdings allein nicht lockern können. Daher sollten Forderungen gegenüber Staaten mittelfristig in der Regulierung nicht mehr bevorzugt werden. Spätestens seit der Finanzkrise wissen wir, dass enge finanzielle Verflechtungen zwischen Banken und Staaten zu einer Gefahr für die Finanzstabilität werden können. Wir sollten also auch hier keine Fehlanreize setzen, übermäßige Risiken einzugehen.